einen wunderschönen guten Tag nach Hause oder wo auch immer Sie diesen kleinen Clip sehen. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Donnerstag, der 23. Jänner, wir haben 11.07 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Ganz heiße Bewegung gehabt, eigentlich seit dem 1.8.2018 vom Tiefpunkt, das ist hier, von den 1171, jetzt mit einer extrem sportlichen Bewegung von Anfang Juni bis Anfang September hoch bis zu 1555. Und dann hat das Gold hier jetzt in den letzten Wochen nochmal zu Beginn dieses Jahres immer so eine richtig schöne Rallye nach oben gemacht, nachdem dieser Downtrend hier gebrochen wurde. Aber eins nach dem anderen. Das Gold technisch zu betrachten ist eigentlich recht angenehm, weil ganz, ganz viele Leute schauen da drauf und handeln das sehr, sehr technisch. Das ist also nicht so wie ein Third- oder Fourth-Liner im DAX oder was weiß ich, Nasdaq, sondern es sind viele Leute, die sich da an ganz gravierende Regeln halten, die irgendwann mal irgendwo aufgestellt wurden. Neues 52-Wochen-Hoch, Downtrends, technische Indikatoren, wie auch immer. Das macht das Gold grundsätzlich recht angenehm. In den letzten Analysen, die ich gemacht habe, habe ich immer wieder gesagt, wir müssen diese 1450 uns nochmal abholen. Diesen Punkt hier. Wir haben es abgeholt, wir haben dafür einen Monat gebraucht, zweimal aufgesetzt. So, und dann kam dieser Downtrend, den wir vom 2.9. hatten, und den haben wir dann bei 1580 nach oben gebrochen. Wie schnell und wie reaktionsfreudig diese Bewegung ist, das weiß man nicht. Was mir, das will ich gleich sagen, beim Gold überhaupt nicht gefällt, ist dieser Tag hier. Da sind wir also mal fett oben angefangen, aber deutlich verloren. Das mag ich gar nicht. Und was mir auch nicht gefällt, ist die Tatsache, dass jeder auf einmal das Gold, was ja immer da lag, wie ein Stück dass auf einmal jeder sagt, das Gold musst du haben und die positive Grundeinstellung zum Gold ist also so gravierend verbessert worden, optimiert worden, das macht mir ein bisschen Sorgen. Gut, ich glaube, wir haben extrem weit geöffnete Bänder gehabt Anfang des Jahres, haben hier gedreht und das hat einigermaßen auch gepasst mit diesem Kurs hier, dass der Bewegung entgegengesetzte Band dreht sich ein, Bewegung zu Ende, das Momentum der Bewegung zu Ende. Im Moment handeln wir nur hier um die 1550 rum und auf diesen kleinen Punkt, den wir Anfang September haben. Fein soweit. Wir sind an der 10, leicht über der 20-Tage-Linie. Ist grundsätzlich noch in Ordnung. Wir haben Verkaufssignale über den Trendfolger MACD und wir sind völlig neutral, wenngleich es hier positiv aussieht, über die Stochastik. Ich glaube, dass diese letzte Bewegung hier, die wir hatten vom Gold, und das sind ja fast 150 Punkte oder 10%, die hiermit gipfelte mit einer sehr, sehr schlechten schwarzen Kerze, mich dazu verleiten lässt zu sagen, das Gold sollte in den nächsten 3 Monaten, und da lehne ich mich an diesen Zeitraum hier an, eine seitwärts bis leicht korrektive Konsolidierung vornehmen. Seitwärts oder korrektiv bis in den Bereich hier runter 1500, vielleicht sogar eine 1480. Ich werde das Gold im Moment nicht long anfassen. Ich glaube, dass der Bereich zur 200-Tage-Linie ist zu weit. Das hier macht Angst. Die insgesamt positive Goldmuster haben Stimmung in dem gesamten Journalismus gefällt mir persönlich auch nicht. Ich glaube, dass wir kurzfristig auf Sicht der nächsten 3 bis 4 Monate hier das Top gesehen haben. Jetzt kann man überlegen, zum Beispiel als Optionär würde ich sagen, man kann Straddle Short gehen, man kann Strangle Short gehen. Das ist nicht so einfach über K.O.-Scheine, um die es ja hier im Wesentlichen geht. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie sich das vielleicht zurechtlegen können. Ich, wie gesagt, bin der Meinung, wir gehen seitwärts bis leicht korrektiv. Ich möchte das Gold erst dann wieder kaufen, wenn wir hier diesen Bereich um die 1500 bestätigt haben, idealerweise noch ein bisschen tiefer, hier so diese 1480, 1470. Dann bin ich nicht bereit, einen Schein zu nehmen, der hier dran liegt, sondern ich suche den Schein unter der 200-Tage-Linie und unter diesem kleinen Doppelboden bei 1450. Ich habe für mich diesen hier gefunden. Wo ist er jetzt hin? Da. 1437,91. Das ist der heute hier und jetzt. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das heißt, er wird jeden Tag ein bisschen wachsen. Im Moment ein Hebel von 13. Den will ich noch nicht kaufen. Ich gebe Ihnen erstmal die Kennnummer. Das ist die
Gustav Bertha 644 Gustav GB644G. Das Ding kommt nicht jetzt in Frage, sondern erst dann, wenn wir erheblich hiervon abgegeben haben, so um die 1500 sind. Aber den will ich auf meine Watchlist packen. Beim Short ist die ganze Geschichte einfacher. Den Short suche ich mir über 1600. Und da kann ich sogar also auch nochmal hier vom Hebel noch ein bisschen Gas geben und gehe mal hier so in den Bereich 23 rein. Und da finde ich sowas hier, 1621, ebenfalls unlimitiert, reduziert jeden Tag seine Basis. Und das ist von Goldman die GB6L8N, Gustav Bertha 6, Ludwig 8, Nordpol. Das ist diese Geschichte, im Moment ein 23er Hebel, weil ich nicht glaube, dass wir das hier überbieten werden. 1621, das ist die Geschichte, 23er Hebel. Kann man vielleicht sogar schon probieren, ich möchte gern Schlusskurs unter der 20-Tage-Linie haben, im Moment 1547, aber die wächst ja auch jeden Tag. Also ich bin, ich möchte nicht sagen negativ, aber ich glaube, die nächsten 3 Monate muss ich nicht viel mit dem Gold zu tun haben, muss ich nicht allzu viel drauf schauen. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich muss meine Meinung ändern, nur dass Sie das wissen. In dem Moment nehmen wir diese Kerze hier deutlicher. Und damit meine ich nicht 15,94, sondern 16,05, irgendwie sowas, mit Schlusskurs überboten haben. Vorher fasse ich das Gold im Long mit dem Trend gehend nicht an, aber hier unten dann wieder so um die 1500, 1480. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.